Yo, was geht ab, Leute? Cenk ist wieder mal am Start zu einem weiteren FIFA 18 Video auf meinem Kanal. Und ja, ihr seht es schon, wir sind wieder im Draft-Menü wie immer. Aber heute haben wir einen Special Guest, eine Legende dabei, und zwar mich. Mein Spaß, meine Schwester. Hallo, ich bin Atelia. Ihr kennt mich ja wahrscheinlich schon vom letzten Video. Und ja, heute baue ich einen Food Draft. Genau, sie baut einen Food Draft und ich werde ihr nicht helfen, ich werde ihr keine Tipps geben. Und ja, ich lasse sie erstmal entscheiden und sage ihr dann, welchen Spieler ich mitgenommen hätte. Ich habe ihr schon einen kleinen Tipp gegeben. Ich habe ihr gesagt, achte einfach auf das Rating, achte auf die Zahlen. Die höchste ist eigentlich immer mit die beste, Leute. Und ihr könnt schon mal ein Like da lassen, Comment und... Und ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Genau, ein Abo da lassen und ja, 20k steuern wir immer noch drauf zu. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, Leute. Euer Support muss mal wieder ein bisschen besser werden. Ein bisschen supporten, Abo da lassen und ja, wenn ihr mehr Videos mit meiner Schwester sehen wollt, dann auf jeden Fall ein Like da lassen. Vielleicht spielen wir das Draft ja mal im Koop-Modus oder sowas. Das heißt, wir spielen zu zweit das Draft zu Ende oder so. Wenn ihr darauf Bock habt, dann schreibt Hashtag DraftKoop. Und ja, ich würde sagen, wir können starten. Ich übergebe ihr gleich den Controller. Ich werde jetzt nochmal kurz erklären, wie das Ganze geht. Und dann starten wir rein. Let's go. So, wir starten jetzt rein. Food Draft. Let's go. Genau. Jetzt haben wir hier Formationen. Und du darfst jetzt irgendeine davon aussuchen, welche du am besten findest. Sagst du danach, ob du das auch nehmen würdest? 4, 2, 3, 1. Ja, kann man mitnehmen. Nimm einfach mal mit, wenn du willst. Mir ist das egal. Ich weiß auch nicht. Na gut. Das ist ihre Wahl und jetzt kommen wir zum Kapitän. Der ist natürlich immer mit der beste Spieler hier und du darfst entscheiden. Ronaldo. Ja, Ronaldo. Selbst den kennt sie. Der geht vorerst auf die Bank, mach aber in der Startelf weiter. Also in der Startformation. Genau. Dort machst du jetzt weiter irgendwo, welche Position du willst. Du musst nicht beim Torwart anfangen. Ja, sie macht den ZM und da kommen schon mal einige krasse Spieler. Wen willst du mitnehmen? Rodriguez. Rodriguez, sicher? Ja. Ja, dann nehme ich mit. Okay. Ist der Beste, hätte ich auch genommen. Und wie gesagt, du darfst frei entscheiden, welche Position du machst. Das heißt, du musst jetzt nicht irgendwie chronologischer Reihenfolge weitermachen. Nimm okay. Einfach den Spieler, den du willst. Torwart. Jetzt ist schon schwieriger, wenn da nur Goldkarten sind, ne? Wen willst du nehmen? Ihn. Ihn? Darf schon. Nehm ihn mit. Ich hätte Cillessen genommen. Er hat aber das höchste Rating. Genau, mach weiter. Draft, Draft, Draft. Der könnte krass werden. Oh mein Gott. Messi. Sicher? Ja. Das Kluivert, ne? Das ist eine Legende. Aber Messi hat ein höheres Rating. Aber Kluivert ist eine Legende. Den würdest du nehmen? Nimm mit, wen du willst. Du kannst Messi mitnehmen, kannst auch Kluivert mitnehmen, kannst auch Suarez mitnehmen. Kannst auch Kane mitnehmen, kannst auch Lacazette mitnehmen. Danke, darauf wäre ich nicht gekommen. Ich nehme Messi. Nimmt sie Messi mit, anstatt die Legende. Okay, ich hätte Kluivert definitiv mitgenommen. Messi kann man noch in höheren Versionen bekommen. Beziehungsweise in der Totti-Version. Der passt zwar dann nicht ins Team, aber scheiß drauf, mach weiter. ZDM. Ihn. Ihn? Okay, nimm mit. Ich weiß nicht, wen ich da mitgenommen hätte. Und jetzt moderier mal hier ein bisschen. Sag mal was. Was du machst. Erzähl mal. Ja, okay, ich nehme jetzt den nächsten Spieler. Und ich guck mal, ich nehme Eriksen mit. Oder sicher? Isco. Wieso Isco? Weil ich den schon auch von dir gehört habe, den Namen. Nimm mit, wen du willst. Okay. Ich glaube, ich hätte auch Isco mitgenommen, wegen dem Link zu Messi. Okay. Boah. Ja, da ist der ein oder andere Kracher dabei. Drück mal kurz Viereck. Also gedrückt halten. Viereck. Ja. Mach mal, wie du meinst. Mir einen Tipp. Nimm wen du willst. Das Draft wird wahrscheinlich am Ende eh komplett voller roter Links sein, deswegen hau einfach raus. Ich bin mir echt unsicher. Entscheid dich schneller, Alter. Ich muss okay, so viel. Okay.
Natasa einfach mitgenommen, wo ich sage, entscheide ich schneller, Alter. Okay, ich nehme jetzt Bakayoko mit, weil er das gleiche Mannschaftswappen hat wie Hazard. Wie hast du das denn gesehen, Alter? Läuft bei dir. Okay, das ist krasse. Alter, wer hat die das denn gesehen, ey? Krasse Wahl. Sie macht mit einem Linksverteidiger weiter, mit einem Linksverteidiger. Und sie muss das kommentieren, denke ich mal, auch ein bisschen üben. Ja. Na, ich sag mal so, du siehst den Spieler gerade nicht, aber da gibt es einen Spieler, der hat genau das gleiche Mannschaftswappen wie der eine dort. Warte, ich muss gucken. Ach. Ja. Genau. Den hätte ich auch mitgenommen. Let's go. Okay. Da hat einer wieder das gleiche Wappen, so als Tipp. Ihn. Genau. Kannst du gleich auf die rechte Innenverteidigerposition stellen, dann kriegen wir etwas mehr Chemie. Aber jetzt hast du ja noch zwei Spieler. Martinez. Ja, okay, habe ich jetzt auswählen gesagt. Aber ich hätte ihn eh genommen. Von daher ist das egal. Und unser letzter Startelf-Spieler ist... Ja? Ja, nimm Semedo mit. Okay. Nimm Semedo mit, tausch mal diese zwei Verteidiger dort. Die? Wie denn? Mit X. Rüber. Ja. So, plus 3 Chemie, die Startelf ist schon mal fertig. Ich würde sagen, sie macht nochmal die Reservespieler, ich mache dann die Auswechselspieler, weil sich das sonst viel zu sehr in die Länge zieht. Die Reservespieler sind diese 5 Spieler dort. Rechts. Ach, ich soll die machen. Genau, diese 5 Spieler machst du nochmal, danach mache ich ein bisschen mit dir mit. Okay. Ja, die sind scheiße, du kannst dich jetzt einfach für irgendeinen entscheiden. Ja, weiter nach rechts. Next one, und der wird, glaube ich, etwas besser. Bonucci. Oh, nimm ihn mit. Nimm ihn mit und das wird ein krasser Spieler. Oh, shit. Wen willst du nehmen? Ich sag nur so, guck aufs Rating. Perfekt. Perfekt. Sigurdsson, der passt auch gut rein. Der hat zwei englische Links dann. Und der letzte Spieler, den sie macht, ist wer? Ja. Vasquez. Okay, das waren ihre Spieler. Jetzt kommen nochmal meine. Ich versuche jetzt nochmal das Beste draus zu machen. Ich habe zwar gesagt am Anfang, dass sie das volle Draft bauen wird, aber ich hatte mal so einen Geistesblitz. Sie hat jetzt das Draft zwar schon ein bisschen versaut mit den roten Links. Ach, danke. Aber ich werde das Draft jetzt nochmal irgendwie versuchen zu richten, Leute. Und ja, mal schauen, was da so draus wird. Ich mache mal mit dem nächsten Spieler weiter. Das sind Silberspieler. Aber war gar nicht schlecht fürs erste Mal. War gar nicht schlecht. Danke. Auf jeden Fall. Deswegen checkt ihren Instagram-Account definitiv in der Instagram-Beschreibung aus. In der YouTube-Video-Beschreibung. Und ja, noch 4 Spieler. Die mache ich auf schnelle Welle. Danach baue ich das Draft nochmal ein bisschen besser. Ihr könnt mir dann wie immer in die Kommentare schreiben, ob ich irgendwas übersehen habe, ob ihr irgendwas verbessern könntet oder ich besser gesagt verbessern könnte. Wie gesagt, man sieht nicht immer alles, noch 2 Spieler und dann sind wir auch schon fertig. Kyle Walker, nicht schlecht, kann man direkt mal einbauen. Gibt nochmal plus 6 Chemie und der letzte Keeper müsste eigentlich einer aus der italienischen Liga oder so werden. La Liga Santander, Premier League. Premier League brauchen wir. Nehmen wir mit und ich würde sagen, Leute, ich baue jetzt nochmal das Draft um, damit es wirklich gut ist oder besser wird als vorher. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, ich habe jetzt nochmal versucht, irgendwas zu verändern, aber wirklich viel ist da jetzt nicht mehr passiert. 86er Bewertung, 91er Chemie. Den Manager darfst du jetzt nochmal auswählen. R2. Achso. Du musst kurz Kreis drücken. Und jetzt R2, genau. Und jetzt sind wir bei der Managerwahl und du darfst jetzt einen Ausdruck mit Viereck, kannst du gucken, wie viel Chemie da gibt. 91, da tut sich nichts. Nee. Auch nicht. Auch nicht. Da. Ja. Okay. Das waren ein paar Flop-Manager.
aber egal, ein Chemiepunkt geht hoch und damit haben wir eine 178er Mannschaftsbewertung. War besser als die Würfel-Challenge versus Wakes, aber naja, das war auch eine Würfel-Challenge. Hier durftest du frei entscheiden. Ich würde sagen, trotzdem war das Draft jetzt nicht schlecht für das erste Draft-Bauen hier von dir. Und ja, willst du noch was sagen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, sie hofft, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und natürlich Kommentare schreiben, Hashtag FoodDraftCoop oder irgendwie DraftCoop, irgendwie sowas in der Art, damit ich weiß, dass ihr Bock auf dieses Video habt, was ich dann in der nächsten Woche oder in den nächsten zwei Wochen hochladen werde. Mit ihr auf jeden Fall Hashtag DraftCoop, Hashtag Schwester, irgendwas einfach reinballern. Und natürlich unsere beiden Instagram-Kanäle in der Videobeschreibung abchecken, Like da lassen, Abo und... Und ein Kommentar. Und ein Kommentar habe ich hier gar nicht zugeflüstert, Leute. Ich würde sagen, haut rein. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.